Ich habe euch versprochen in meinem Video, wo ich die Mütze gestrickt habe, zeigen, wie man diese kleinen Bommeln ganz, ganz einfach, wirklich einfach machen kann. Dazu nehme ich ein Stückchen Baumwolle, weil das einfach fester ist als Wollmischung. Da kannst du mal sehen, dass bei Baumwolle geht das nicht so einfach kaputt. Und eine ganz normale Gabel. Diese Methode kenne ich noch von zu Hause. Das ist schon lange, lange her. Und das ist wirklich ganz, ganz einfach. Und die zeige ich euch heute. Wie gesagt, mein Garn aus Baumwolle liege ich in der Mitte. Und jetzt wickle ich um mein Garn da die Wolle oder Wollreste, die du, Moment, ist ein bisschen so, die du für deine Mütze oder Pulli brauchst. So, jetzt geht's los. Jetzt wickeln wir das um unsere Gabel rum. Und zwar so lange, bis du die richtige Dicke hast, Größe. So. Die will ich nicht so dick haben. Jetzt nimmst du das eine Ende von deinem Garn und das andere. Und hier in der Mitte, das ist ein bisschen jetzt bei mir kompliziert, mein Mann ist nicht da, sonst würde er das festhalten. Moment, vielleicht schaffen wir das so. Oh ja, das geht. Und fest. Ganz fest ziehen, siehst du, bei dieser Wollmischung würde das schon da kaputt gehen. Dieses Problem haben wir nicht, wenn wir ein Garn aus Baumwolle haben. So. Und noch einmal, dann machen wir Doppelknoten da. Das ist doch nicht so einfach, wenn man alleine hier steht, aber wir haben das, glaube ich, geschafft. So. Jetzt schieben wir das Ganze ein bisschen nach oben. Und jetzt brauchen wir eine Schere, die scharf ist. Moment, das ist... Ja, das wäre besser, wenn du deinen Mann oder ein Kind dabei hast, um das zu befestigen, weil das ist... Normalerweise kann man das zwischen den Knien, die Gabel, festhalten. Moment. Ich muss das schaffen alleine. Na. So, jetzt mache ich das nochmal. Och Leute, ich habe euch versprochen, dass das so einfach geht. Jetzt aber. So, jetzt fest und nochmal. Okay. Jetzt einfach die Seiten aufschneiden. Da gucken wir, ob da alles schon weg ist. Nee, da ist noch was. Okay. Jetzt die andere Seite.
alles fertig. So, da haben wir unsere kleine Bommel. Und den können wir jetzt natürlich, weil die Seiten vielleicht sind ausgerutscht da und sind nicht gerade. Dann geht er zum Friseur und das wird alles gerade jetzt gemacht. So. So sehen die aus. Und dazu brauchen wir noch diese Garn. Das würden wir jetzt ganz normal flechten wie ein Zopf. Ich habe das jetzt mit angefangen mit derselben Wolle und das habe ich alles sechsfach gelegt, weil ich möchte, dass das ein bisschen dicker wird, so wie hier. Das war genau so mit sechs Faden. Die schneidest du dir so lang, wie du die brauchst. Und ich habe hier so eine Hilfe aus Holz. Man kann da natürlich eine Flasche nehmen oder einfach die Hände von deinem Mann, dass er das festhält. Und dann machen wir einen Zopf. Moment. Dann flechten wir einen Zopf und das, ich glaube, kann jede Frau. Es ist wirklich ganz einfach. Und ist natürlich schneller fertig und einfacher als mit Stecklese. Man kann das natürlich auch machen mit Häkelnadel, die Wolle einfach mit Häkelnadel verarbeiten. Ich habe das hier für mich oder auch für euch ausgesucht, weil das das Einfachste ist, genauso wie die kleine Bommeln. Man kann die auch mit Hilfe von zwei Ringe aus Pappe machen, aber dann ist das diese Umwickeln immer, ja, das hat mich immer genervt und deswegen ist mir das aufgefallen, dass man das einfach so machen kann, wie die Oma damals das gemacht hat. So, das machen wir zu Ende und dann am Schluss bei der Mütze, was ich euch gezeigt habe. Ich habe das hier mit nur mit einem Garn gemacht, um euch zu zeigen, wo die diese Band reinkommt, dazwischen, da wo eure Lochmuster ist. Da kannst du mal sehen, das geht sowieso weg, das brauche ich nicht, da kommt mein Band. So, ich würde mich freuen, wenn du wieder vorbeischaust. Wenn du Fragen hast, kannst mir E-Mail schreiben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.